Moin moin liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FIFA 2016 und wir zocken weiter im Karrieremodus und es geht gegen meinen Heimatclub HSV und wir tauschen mal wieder ein bisschen durch, denn ja, die Champions League Partie hat viel Kraft gekostet, somit muss das mal wieder sein. Und wir haben ja auch genug gute Reserve-Leute, sodass man das mal machen kann. Und dann würde ich mal sagen, let's go! Ja, genau in die Mitte. Jo, läuft. Ich habe auf jeden Fall drauf. Ich habe es auf jeden Fall drauf mit dem Schießen. So, und jetzt kann sich Coman auch mal wieder beweisen. Alter, letztens in dem Spiel, ne? Coman gegen Bremen. Ich weiß nicht, wer es geguckt hat, aber alter Schwede, genial. Genial gespielt von ihm. Ja, lauft euch gegenseitig über den Haufen. Und er hält ihn einfach so. Als wenn das der schlechteste Schuss aller Zeiten gewesen wäre. Ja, der sollte auf Tielemans. Aber spielen die jetzt schon auf Zeit, oder was? Oder was ist hier los? Nicht mit Ribéry. Alter! Sehr gut, Rodriguez. Boah, was sollte das denn, Alter? Der sollte runter zu Sané und nicht zu dem. Keiner geht hin von meinen. So. Was ist das für eine schlechte Partie wieder, ey? Gegen Chelsea habe ich echt zweimal gute Matches gemacht und dann gegen Wolfsburg und... Mann! Wolfsburg und HSV spiele ich wie der letzte Dödel, ey. Und da haben wir das 1-0. Tielemans. Der hat perfekt gepasst. Pfosten rein. Du mit langen Haaren jetzt oder was? Bam! Hat echt perfekt gepasst. Sehr schön. Tielemans wird echt im zentralen offensiven Mittelfeld zum Goldstück. Da kann er erst seine Qualitäten entfalten. Ja, schade. Schade, Leroy. Hätte er klappen können. So, hier passt das Kombispiel gerade sehr gut. Der war genau so gewollt, aber der kam leider nicht mehr an. Aber Ecke. Oh, da war wieder ein HSV-Spieler dazwischen. Ah, oh, fuck.
Abseits wäre es auch gewesen. Aber er hat ihn ja auch nicht angenommen bekommen. Von dem her. Scheißegal! Oh Mann, hier wird kombiniert. Vom Allerfeinsten. Wenn dann Ribéry sich nicht so leicht den Ball abnehmen lassen würde, dann wäre das eine super Chance gewesen. Halbzeit. So. Timans macht eigentlich eine gute Partie, aber der braucht auch einfach mal eine Pause. Lassen wir mal den Dybala daran. Und hier tauschen wir auch nochmal. So. War eine gute Partie von Tiemanns, keine Frage, aber der braucht dann auch mal eine Pause. Der hat die letzten Spiele immer durchgespielt. Boateng zur Ecke. Oh, die Ecke wird echt zu meiner größten Schwäche, ey. Gerade gegen wen war das? Gegen Wolfsburg. Beide Tore durch eine Ecke bekommen. Uiuiui. Ui, ui. Jetzt fange ich aber wieder gut an in der zweiten Halbzeit. Ich lasse zurzeit zu viele Chancen zu. Und wenn man dann noch so schlecht in den Ecken ist, so wie ich es bin, also in der Verteidigung von Ecken, dann. Ja. Dann kann das schon mal böse enden. Ah, da wird getauscht. Scheiße. Warum setzt der Sané sich nicht durch? Warum? Ist er zu viel Sahne im Spiel? Ist er zu viel Sahne? Hat er Magen-Darm deswegen? Oder hat er Magenschmerzen deswegen? Wegen zu viel Sahne? Oder was? Ja, der war nicht gut. Ich weiß. Danke. So. Hallo? Kennt ihr dieses Fremdschämen, wenn jemand Gag bringt, der einfach mal so schlecht ist, dass ihr einfach... Alter, dafür gelb ist ja mal lächerlich. Das ist auch ein Gag. Ist auch wie ein schlechter Witz. Naja, auf jeden Fall, dass ihr einfach nur so denkt... Oder allgemein dieses Fremdschämen. Es geht jetzt gar nicht mal so speziell um Witze, sondern allgemein dieses... Kennt ihr dieses Fremdschämen-Gefühl? Ich mag das überhaupt nicht, ne? Wenn ich so Leute habe, die einfach so peinlich... So richtig... So was richtig Peinliches machen oder so. Und du hast so dieses extreme Fremdschämen, ey. Ich finde das so unangenehm, dieses Gefühl alleine. Obwohl ich ja selber nichts gemacht habe, aber... weiß ich nicht. Kennt ihr das? Wenn ihr es kennt, schreibt es mal in die Kommentare, Alter. Das war... nicht gut. Es wird hier immer besser, ne? Also ich weiß echt nicht, was meine Mannschaft hier macht. Aber jetzt... Ja. Oh, sehr guter Ball. Aber Ribéry ist halt nicht mehr so schnell, weil er jetzt schon ein bisschen älter ist. Alter. Thiago setzt sich da fast gegen drei durch.
So. Na komm. Boah. Und da haben wir das 2-0. Paulo Dybala. Ist auch wichtig, denn er ist noch in der Torschützenliste gut mit dabei. Wir wollen ja schließlich Torschützenkönig werden. Da hatte sich Sané aber gut durchgesetzt. Ich habe noch überlegt, abzuspielen. Coman hätte den ja eigentlich hundertprozentig machen müssen. Aber ich weiß, was für Probleme die anderen manchmal mit Ballannahmen haben. Oder manche Spieler mit Ballannahmen haben. Und Coman ist auch einer von denen. Da sollte man das Risiko lieber sein lassen und dann denjenigen schießen lassen, der eh gerade schon am Ball ist. Weil es ist wirklich hart manchmal. Mit den Ballannahmen, die sind manchmal so grottig. So, und jetzt nochmal versuchen, einen guten Angriff durchzuspielen. Ich würde gerne noch ein Tor machen. Oh, schade, ey. Da stand er gut. Ich glaube, der Jogo. Jetzt verliert er hier auch nicht den Ball, ey. Sonst könnte ich ja wenigstens nochmal einen Angriff machen. Ey, und... Ey, sowas muss festgehalten werden, ne? Also, ganz ehrlich. Shit. Nix mit dem 3-0. Schade. Wir müssen uns mit 2-0 beglücken. Ja, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo, einen Kommentar oder einen Daumen da lassen würdet. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Da geht's im Pokal-Halbfinale gegen Dortmund. Und ja, tschüss und auf Wiedersehen.